Ja, wir melden uns wieder aus dem Bildungs-TV-Studio. Bei mir hat jetzt auf der Couch Platz genommen Frau Professor Dr. Julia Knopf. Sie ist Professorin an der Universität Saarland und Gründerin der Didaktik Innovations GmbH. Herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Frau Professor Knopf, Digitalisierung in der Schule ist ja ein brisantes Thema. Ab welchem Alter ist es denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, mit der Digitalisierung in der Schule zu beginnen? Für mich stellt sich weniger die Frage, wann ich beginne. Für mich ist vielmehr die Frage im Mittelpunkt, wie setze ich es ein? Und ein Einsatz digitaler Medien, egal welche Art, welche Technologie es ist, eignet sich eigentlich für jedes Alter. Nur die Frage ist, wie lange, in welcher Form, in welchem Szenario, welches Gerät? Also da gibt es keine pauschale Antwort, aber ich würde auf keinen Fall sagen, erst ab einem gewissen Alter ist es sinnvoll, sich mit digitalen Medien zu beschäftigen. Sondern muss ich die Frage stellen, ich fange jetzt mal ganz jung an mit dem Beispiel Bilderbuch-Apps. Ich kann Bilderbuch-Apps schon in der frühkindlichen Erziehung einsetzen, aber eben nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt hier ein kleines Kind und das setze ich jetzt 1,5, 2 Stunden ans Tablet. So sicherlich nicht, sondern das muss ich begleiten. Also für mich, digitale Medien haben schon sehr früh in der Erziehung einen Platz, aber man muss sich eben immer Gedanken darüber machen, wie. Und wie ist das möglich, in Ihrer Ansicht nach? Ja, wir brauchen Beispiele. Also wenn wir bei dem Beispiel Bilderbuch-Apps bleiben, dann muss ich mir überlegen, wann setze ich die App ein und wann setze ich zum Beispiel das Buch ein. Steige ich zum Beispiel mit einem Buch ein und lese erst vor und dann nehme ich die App zur Hand und lasse eine gewisse Situation aus dem Buch die Kinder mal rezipieren am Tablet. Dann komme ich vielleicht wieder ins Gespräch darüber mit den Kindern in dem klassischen Sitzkreis und dann lasse ich den Kindern vielleicht eine Szene nachspielen und filme die mit einer entsprechenden App ab. Also es ist immer eine Verbindung auch zwischen digital und analog, zwischen den klassischen Situationen, die wir kennen, dem Vorlesen, dem Sprechen und der digitalen Auseinandersetzung mit einem Inhalt. Also dann lese ich da schon zwischen den Zeilen heraus, Sie sind keine Verfechterin von einer kompletten Loslösung des Klassenzimmers, sondern denken schon, es ist wichtig, dass die Institution Schule noch als solches bleibt und man das einfach verknüpft mit den digitalen Technologien. Ist das richtig? Ja, also ich glaube sogar, dass es sie nie ersetzen wird, denn die klassischen Kompetenzen, angefangen bei Kommunikationskompetenzen oder Sozialkompetenzen, die sind weiterhin im Fokus. Und wenn wir in die einzelnen Fächer springen, egal ob Mathematik, Englisch, Deutsch, Französisch, egal. Im Mittelpunkt steht immer die Frage, wie kann ich Kompetenzen in einem Fach ausbilden? Wie kann ich Inhalte vermitteln? Und die digitalen Medien sind eine zusätzliche Möglichkeit, die Inhalte zu vermitteln. Und darum geht's. Also mit welchem Angebot, egal ob digital oder analog, kann ich meine zentralen Kompetenzen vermitteln? Das ist die entscheidende Frage. Und nicht, hier habe ich jetzt ein interaktives Whiteboard stehen, was kann ich denn mit dem jetzt machen? Das ist meiner Meinung nach die absolut falsche Frage. Okay, wenn man jetzt generell den Begriff Digitalität zusammenfasst, es gibt ja wahnsinnig viel Angebot, also von Apps über Social Media Nutzungen etc. etc. Ja. Da ist natürlich auch dann Stichwort Cyberkriminalität ganz hoch im Kurs und auch bestimmte Gefahren. Also wie gefährlich ist das denn auch, dass man jetzt die Schule maßgebend digitalisiert? Ich glaube, wir müssen, egal ob den Lehrkräften, den Schülern oder den Eltern, Medienkompetenzen vermitteln. Das heißt, wir müssen sie in die Lage versetzen, das zu beurteilen, was sie da sehen. Und das sind pauschale Sätze, die man momentan sehr oft hört. Aber wir haben noch viel zu wenig Konzepte, wie man das tatsächlich vermittelt. Wir haben nicht nur Menschen, die medienaffin sind, sondern wir haben auch viele Menschen, die Angst haben davor. Und da müssen wir Aufklärungsarbeit betreiben. Und das schaffen wir auch, indem wir digitale Angebote schaffen, die die Menschen wiederum aufklären. Also ein Missverständnis beispielsweise ist auch, dass man glaubt, dass die sogenannten Digital Natives, ich mag den Begriff nicht, die mit den digitalen Medien aufgewachsen sind, dass die automatisch medienaffin sind. Die können eine Seite, die können vielleicht in Social Media umgehen, aber die wissen nicht wirklich, wie setze ich die digitalen Medien ein, um mich selbst weiterzubilden. Wie gehe ich kritisch damit um? Themen des Datenschutzes, Thema Fake News, Meinungsmache im Netz, all das sind Dinge, da muss sich jeder damit auseinandersetzen, um Digitalisierung zu verstehen. Wir haben im Moment viele Schlagwörter. Künstliche Intelligenz ist auch sowas. Wenn ich die Leute frage, was ist denn künstliche Intelligenz? Dann sagen viele, entweder gar nichts oder sie sagen, ja, das ist, wenn der Roboter kommt. Das ist aber nicht künstliche Intelligenz. Also das heißt, wir müssen sehr, sehr viel Zeit und Energie in die Aufklärung stecken. Was bedeutet Digitalisierung tatsächlich und dann letztendlich auch für mich?
Also das heißt, da kann dann oder soll dann auch die Schule als Auffangnetz fungieren, quasi und sozusagen aufklären, wie über die gefährlichen Sachen von Digitalität, aber auch quasi die positiven Seiten. Also. Jeder hat die Aufgabe, meine ich, ja. Also die Schulen natürlich, die Lehrkräfte, die Eltern, die Wissenschaftler. Auch Unternehmen haben eine große Verantwortung, die ja sehr viele Inhalte auch produzieren, die Hardware zur Verfügung stellen, dass die auch entsprechend aufklären beim Einsatz ihrer Endgeräte alleine schon. Ich glaube, man sollte nicht alleine den Schulen die Aufgabe geben. Das ist sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr viel. Wir müssen den Schulen auch Konzepte an die Hand geben. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe, die jeder hat. Ja. Jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Stichwort digitales Detoxing. Ist das dann auch umso wichtiger in Zukunft, dass man sich quasi komplett abschaltet von den digitalen Technologien und sich eine Auszeit gönnt sozusagen? Man fordert das immer so einfach, ne? Und selber dann umzusetzen ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, es geht um ein generelles Bewusstes, einen generellen bewussten Umgang mit digitalen Medien, ne? Und vor allem mir geht es auch immer darum, eine bewusste Entscheidung für oder gegen ein digitales Medium. Ich nenne mal als Beispiel den Kalender. Ja, sehr viele oder die meisten haben mittlerweile einen digitalen Kalender. Aber da zum Beispiel zu sagen, nö, ich möchte es weiterhin analog auch meine Daten verwalten, weil ich es mag. Auch das ist eine bewusste Entscheidung, auch eine Art Detoxing. Ja, und ich glaube, wichtig ist da, dass man sich sehr lange selbst beobachtet. Wie gehe ich denn mit dem Medium um? Sitze ich wirklich am Tisch die ganze Zeit da und habe das Handy in der Hand? Oder kann ich keine 10 Minuten mehr spazieren gehen, ohne aufs Handy zu gucken? Ich glaube, die 3 Stunden abends, wenn man sagt, jetzt mache ich mal dieses Digital Detox, bringen recht wenig, wenn ich ansonsten 20 Stunden oder wie viel auch immer wirklich unter Strom bin. Ich glaube, es geht um eine generelle bewusste Auseinandersetzung mit den Endgeräten und mit den Anwendungen etc. Ja. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz umreißen, was Ihr Unternehmen zur Digitalität, zur positiven Digitalität beisteuern kann. Ja, also wir haben ja jetzt hier auch in Linz und hatten es auch schon in Köln und werden auch auf weiteren Messen unsere Ergebnisse direkt vorstellen auf den Sonderschauen Digitale Innovationen. Und die Idee der digitalen Innovation in unserer Sonderschau ist es, zu zeigen, was bedeutet Digitalisierung für jeden Einzelnen. Wie können Tablets, wie können VR-Brillen, wie kann Augmented Reality in einem bestimmten Kontext eingesetzt werden? Angefangen vom Kindergarten bis hin zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Und für uns ein ganz wichtiger Aspekt ist es, dass die Menschen ausprobieren können. Also die müssen sich eine Brille aufziehen, die müssen eine Anwendung ausprobieren, die müssen auch mal scheitern dürfen, die müssen Fragen stellen dürfen. Denn nur in dieser konkreten Auseinandersetzung kann es gelingen, dass wir den Menschen vermitteln, was Digitalisierung bedeutet. Und da muss ich mir als jemand, der diese Sonderschau also verantwortlich leitet, auch gefallen lassen oder anhören, wenn jemand eine Frage stellt und sagt, das bringt mir jetzt nichts für meinen Bereich, wie kann ich das dann für meinen Bereich nutzen? Ja, und umgekehrt haben wir natürlich auch sehr viele Leute, die kommen und sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden. Ah, jetzt weiß ich, was ihr wollt. Und das muss ich begleiten. Wir haben deswegen auch folgenden Schritt gemacht, gemeinsam mit der Didakta. Wir haben die Sonderschau digitalisiert, virtualisiert. Das heißt, dass wir noch mehr Menschen erreichen. Denn man muss ehrlich sein, wie viele Leute schaffen es auf so eine Messe? Nicht alle, die wir erreichen wollen. Und deswegen haben wir auf www.digitale-innovationen.com unseren Messestand virtualisiert, sodass man richtig durch den Stand durchnavigieren kann und sich auch die Materialien herunterladen kann. Also quasi eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglicht, aber immer am Inhalt. Also immer inhaltlich orientiert in den einzelnen Fächern, in den einzelnen Alters- und Jahrgangsstufen. Das heißt, Ihre Firma ist quasi so das Paradebeispiel von Digitalität und menschlicher Vernetzung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch. Ja, danke. Dankeschön.